Du willst dir deine Locken stylen, hast aber gar keine Ahnung, wie das funktioniert? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Heute zeige ich dir in 5 einfachen Schritten, wie du dir am besten deine Locken stylen kannst. Wichtige Informationen, bevor es losgeht zum Thema Locken. Egal ob Natural Curls oder Dauerwelle, Locken neigen grundsätzlich dazu, schnell auszutrocknen. Deshalb solltest du beim Styling als auch bei der Pflege auf feuchtigkeitsspendende Produkte zurückgreifen, die deine Locken ordentlich mit Feuchtigkeit versorgen und vor Trockenheit schützen. Alle Styling-Produkte, die du zum Stylen deiner Locken benötigst, hat dein Online-Bruder Korte dir selbstverständlich auch unten hier in der Infobox verlinkt. Im ersten Schritt solltest du deine Locken auf jeden Fall erstmal anfeuchten. Denn im feuchten Zustand lassen sich Locken einfach grundsätzlich wesentlich besser stylen. Im Idealfall kommst du gerade aus der Dusche, hast deine Haare frisch gewaschen, denn dann stylen sich die Locken wirklich hervorragend. Wenn das nicht der Fall ist, nimm einfach ein bisschen Wasser, feuchte deine Haare an. Auf jeden Fall sollten sie im feuchten bis nassen Zustand gestylt werden. Im zweiten Schritt empfehle ich dir einfach ein wenig Haaröl zu nehmen und das Haaröl dann wirklich ordentlich in deinen Haaren zu verteilen. Je nach Länge deiner Locken kannst du auch gerne ein bisschen mehr Haaröl nehmen. Das Haaröl sorgt an dieser Stelle dafür, dass deine Locken erstmal ordentlich weich werden und natürlich auch mit Feuchtigkeit versorgt werden und zeitgleich auch noch hervorragend riechen. Und eine wichtige Info, das Haaröl bitte nicht ausspülen, das bleibt in den Haaren drin, einfach ordentlich in den Haaren verteilen, dass wirklich überall Haaröl in den Haaren drin ist. Bevor es mit dem dritten Schritt weitergeht, warte ich einfach so 1-2 Minütchen, damit das Haaröl auch wirklich in die Haare einzieht. Das geht bei meinen Locken relativ schnell, weil meine Haare saugen das Argonöl bzw. das Haaröl wirklich sprichwörtlich komplett auf. Wenn das dann passiert ist, dann geht es im dritten Schritt weiter mit der Hair Defining Cream. Mit der Hair Defining Cream kannst du nämlich deine Locken hervorragend rausarbeiten. Du kannst die Sprungkraft deiner Locken einfach so richtig schön herausarbeiten, weil du möchtest ja auch, dass die Locken schön fluffig sind und nicht austrocknen. Heißt, mit diesem Produkt kannst du deine Locken gleichzeitig stylen, als auch pflegen. Wenn du wie ich jemand bist, der von Natur aus Locken hat, dann wirst du merken, dass du auch von der Hair Defining Cream einfach ein bisschen mehr Produkt nehmen kannst, denn die Locken werden auch die Hair Defining Cream wirklich aufsaugen. Heißt, an dieser Stelle werden mit der Hair Defining Cream deine Locken definiert, du curlst deine Locken sozusagen so ein bisschen heraus und kannst deine Locken wirklich an dieser Stelle sehr gut herausarbeiten und ihnen sprunghaft verleihen. Im vierten Schritt kommt dann der Föhn dazu und bei dem Föhn nimmst du nicht den normalen Aufsatz, sondern du schraubst den Diffusor oben drauf, denn genau der ist extra für Locken gemacht. Heißt, den Diffusor nehmen, auf die unterste Hitzestufe stellen, denn wie gesagt, Locken neigen dazu auszutrocknen, deshalb auf jeden Fall nicht mit so viel Hitze arbeiten und dann mit kreisenden Bewegungen über deinen Kopf gehen. Die Locken werden dadurch a. weiter gecurlt und b. trocknen so langsam ein. Im fünften und letzten Schritt geht es jetzt weiter mit dem Fixieren der Locken. Und dazu nehme ich einfach ein bisschen Haarspray, mit einem größeren Abstand einfach ein wenig Haarspray über die Lockenmähne drüber, damit die Locken auch an Ort und Stelle bleiben. Gegebenenfalls kannst du an dieser Stelle auch noch einfach ein bisschen nachstylen. Wenn du merkst zum Beispiel, dass an einigen Stellen die Feuchtigkeit schon extrem nachgelassen hat, vielleicht einfach ein bisschen Defining Cream noch in die Hände und die Locken noch mal ein bisschen herausarbeiten und das Feintuning vornehmen. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Erstens, die Locken am besten im feuchten bis nassen Zustand stylen, das geht wesentlich einfacher von der Hand. Zweitens, ein Haaröl verwenden, um deine Locken schön weich und geschmeidig zu machen und ausreichend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Drittens, eine Hair Defining Cream verwenden, um deine Locken zu definieren und um die Sprungkraft deiner Locken schön herauszuarbeiten. Viertens, einen Föhn mit passendem Aufsatz verwenden, um deine Locken anzutrocknen und weiter herauszuarbeiten. Und fünftens, deine Locken fixieren bzw. gegebenenfalls etwas nachstylen. Mit diesen 5 einfachen Schritten wirst du wirklich eine maximal nice Lockenfrisur zaubern können. Auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Lockenstylen.